So, what is the private session? So, worum geht es in einer Privatsitzung? First of all, it's the holistic eye advice for your personal eye problem. Zunächst einmal ist das natürlich ein ganzheitlicher Rat für dich, für deine Augenprobleme. Sometimes you face not just one eye problem, but a bunch of eye problems. Und manchmal hast du vielleicht nicht nur ein Augenproblem, sondern gleich mehrere Augenprobleme. And you have a lot of questions how to deal with all of this stuff. Und du hast vielleicht viele Fragen, wie du mit all diesen Dingen umgehen sollst. So in this case, the private session is for you. In diesem Falle ist eine Privatsitzung für dich sehr ratsam. We will have a look at the deep roots of all the problem. Und wir schauen uns die tiefen Wurzeln der Probleme, deine Augenprobleme an. So you could focus your energy and your attention on the deep reasons, deep causes of the problem, not on the consequences. Und so kannst du natürlich alle deine Aufmerksamkeit und deine Energie auf die wirklichen tiefliegenden Ursachen richten und nicht nur einfach auf eine Symptombehandlung. So if you come to the private session, the plan of the session will be the following. Also wenn du dich für eine Privatsitzung bei mir anmeldest, wird der Plan der folgende sein. First of all, I will ask you, why are you here? What is your expectations? Als erstes werde ich dich natürlich fragen, warum du zu mir gekommen bist und was deine Erwartungen an mich sind. Then I will also ask you about your history, how you came to this problem, to find out more details. Und dann werde ich dich natürlich viele Dinge fragen, auch über deine Geschichte und wie es zu diesem Problem kam, einfach um mehr Details zu erfahren. Then we will have a look at the deep causes of your eye problem. Und dann schauen wir uns die tiefliegenden Gründe deiner Augenprobleme an. Discuss the list of recommendations for you. Dann besprechen wir eine Liste von Empfehlungen für dich. The recommendations cannot be just the exercises. It could be different holistic procedures. Und diese Empfehlungen, das sind wahrscheinlich nicht nur einfache Augenübungen, sondern das können wirklich ganzheitliche Empfehlungen für dich sein. Sometimes it's very personal and sometimes I will advise you or recommend to change something important in your life, to have dramatic life transformation if they need it. Und manchmal sind das wirklich sehr individuelle Ratschläge, die ich gebe. Vielleicht auch, dass du wirklich etwas in deinem Leben und in deinem Lebensstil verändern solltest, so dass du wirklich eine Transformation erfährst. My feature is that I'm not here to say to you nice things. I'm here to say you the truth, how it is. Und eine meiner wichtigen Eigenschaften ist, dass ich da bin, nicht um dir schöne Dinge zu sagen, sondern ich bin da, um dir die Wahrheit zu sagen über die Dinge, wie sie wirklich sind. Of course, the truth that is subjective for me, but it's objective from the point of my experience. Und natürlich ist die Wahrheit immer eine subjektive Angelegenheit, aber es ist eine objektive Sicht aus meiner Erfahrung heraus. Of working with people with different eye problems all over the world for more than 10 years. Denn ich habe schon mit Menschen mit den verschiedensten Augenproblemen überall auf der Welt seit mehr als 10 Jahren gearbeitet. So after discussing the exercises, the holistic procedures, how to solve your problem, we will also do the energy scanning of your organism. Und nachdem wir eben also die Liste von Empfehlungen besprochen haben und eben auch die Dinge, die du verändern solltest in deinem Leben, dann werden wir noch den ganzheitlichen Aspekt mit rein einbeziehen und dein Energiefeld scannen. At the energy level, I will check your the sizes of your energy field. Und auf dem Energielevel werde ich die Größe deines Energiefeldes messen. The blockages. Und ich werde die Blockaden bestimmen. I will check the balance between your mind, heart and body.
Und ich werde die Balance zwischen deinem Geist, deinem Herz und deinem Körper feststellen. It's a very important balance, because if your mind suppresses your emotions, you'll get Das a ist lot of psychosomatic problems with vision. wirklich eine sehr wichtige Balance, die es zu halten gilt. Denn wenn dein Kopf über deine Emotion bestimmt und diese auch unterdrückt, dann ist es möglicherweise, wirst du möglicherweise schwerwiegende Augenprobleme davon bekommen. Or if you are very emotional and your emotional center suppresses your mind, suppresses your body, it's also not very good. Oder vielleicht bist du sehr emotional und dein emotionales Energiezentrum unterdrückt deinen Geist und deinen Körper. Das ist auch nicht ideal. Or if your body is dominating all over the your mind and your emotions, it's not a good thing too, because what will you have? You will have to just satisfy the needs of your body all the time. Und auch wenn dein Körper über deine Emotionen und über deinen Geist dominiert, ist das auch keine ideale Sache, denn du wirst die ganze Zeit damit beschäftigt sein, die Bedürfnisse deines Körpers zu stillen. So we will check the balance, and of course we'll discuss how to improve it and also do the energy correction if needed. Und wir werden eben feststellen, wie die Balance bei dir aussieht. Und wir werden auch auf energetischer Ebene eine Balance wiederherstellen, wenn das nötig ist. At the energy level, we'll also check the things that we could have missed while discussing it just before. Und auch auf energetischer Ebene können wir auch andere Dinge, noch weitere Dinge besprechen, die wir vielleicht vorher übersehen haben oder nicht besprochen haben. So, at the end of the day, you'll get the summary of your causes of your eye problems, the list of recommendations. Also in der Zusammenfassung, dann bekommst du eben die Information über die Gründe deiner Augenprobleme. Du bekommst eine Liste mit Empfehlungen And step by step a plan und einen Schritt-für-Schritt-Plan to the goal of the your vision improvement mit dem Ziel, dass du dein Sehen verbessern wirst. to your health improvement and life transformation if needed. Und zur Verbesserung deiner Gesundheit und auch zur Veränderung deines Lebens, wenn das nötig ist. In addition to the private session package, you'll also get the access to 2 weeks of the live stream course. Und zusätzlich zu dem Paket der Einzelsitzungen, wenn du das gebucht hast, bekommst du auch für 2 Wochen eine Mitgliedschaft für den So Livestream-Kurs. you'll be able to attend our live stream lessons on Mondays, Wednesdays and Sundays for 2 weeks. Du wirst also damit den Zugang erhalten und zu unserem Livestream-Unterricht, und zwar montags, mittwochs und sonntags. Yeah, on Mondays we usually practice at 7 for an hour. On Wednesday we practice for 40, 50 minutes from 6:30. And on Sundays we practice at 9. We do yoga on Sundays. The rest of the days we are practicing Qigong for eyes and eye training. Also wir trainieren meistens montags um 19 Uhr abends für circa eine Stunde und mittwochs 18:30 Uhr abends eben auch nochmal für 45 bis 50 Minuten. Und sonntags üben wir um 9 Uhr, treffen wir uns um 9 Uhr und machen Yoga. Und an allen anderen Tagen üben wir, kannst du eben die Augenübungen und Qigong für die Augen durchführen. The session will be privately recorded, and once it is over, I will prepare the recording for you with the summary of all the recommendations that we have discussed. That will be sent to you by email. Und für die private Sitzung gibt es natürlich eine Aufzeichnung, die nur du erhältst. Und nach der Privatsitzung bekommst du eben den Link, den Zugang zu dieser Aufzeichnung, sowie eine Liste mit den Empfehlungen per E-Mail. Use the opportunity to work on your vision one-to-one, face-to-face, and do it in the most effective way. And see you at the session. Cheers.
Also nutze die Gelegenheit und arbeite wirklich in der effektivsten Art und Weise in einer Einzelsitzung mit mir, um deine Sehfähigkeit wieder zu verbessern. Also sehen wir uns zu einer Einzelsitzung. Bis bald. Ciao. Thank you.